Ich will hier mal ganz kurz auf die spannende Frage eingehen, warum es Männer sind, die das Feld der Wissenschaft sowie der bedeutenden Erfindungen dominieren. Die Forschung, die ist sich hier nicht ganz einig, aber im Allgemeinen gibt es die vier Auffassungen, das ist alles nur Zufall, das hat mit der Unterdrückung der Frau zu tun, Hauptursache sind die kognitiven Fähigkeiten und viertens, ich nehm's vorweg, die vernünftigste Erklärung, Grund ist primär die hormonelle Veranlagung. So, wie wir wissen, ist dieses Thema heute gewissermaßen vermintes Gebiet und die kontemporäre Wissenschaft, die windet sich wie ein Aal, um nämlich sämtliche Mann-Frau-Unterschiede auf die Sozialisierung zu schieben, in die Milieutheorie also. Hier haben wir gleich eine US-Statistik, nach der 2/3 bis ganze 3/4 der höheren Ausbildungen im wissenschaftlichen Bereich von Männern belegt werden. Von 2011 bis 2021, da gab es nur eine recht geringfügige Verschiebung zugunsten von Frauen, die sich ihrerseits aber nach wie vor und trotz aller Bemühungen stereotypisch weiblichen Feldern widmen. Belegt wird das ganz wunderbar in dieser Statistik hier, die ist in Bezug auf Deutschland und die wird vermutlich ein wahrer Dolchstoß für alle Gleichheitsapostel sein. Du kannst dir das gerne genauer ansehen, die einzelnen Posten hier. Da hast du zum Beispiel medizinische sowie soziale Pflegeberufe und auch pädagogische sowie linguistische Berufe allesamt zwischen 2/3 und 80% von Frauen dominiert. So also, wie es deren natürliche und hormonelle Veranlagung vorsieht, würde ich sagen. Ich meine, Mädchen spielen als Kleinkinder schon lieber mit Puppen, Männer eben lieber mit Werkzeugen. Und man hatte hier sogar viele Tests mit Neugeborenen gemacht, bei denen geschlechterspezifische Spielzeuge stereotypisch für das Geschlecht länger betrachtet wurden, kann man also nicht auf elterliche Konditionierung schieben. So, weiter unten siehst du dann die Männerdomänen und hier haben wir technische Berufe, Bauberufe, Forschung und Entwicklung, Ingenieursberufe, allesamt zu 70-90% immer noch von Männern dominiert. Und das hat erstmal nichts mit dem IQ zu tun, sondern mit dem Interesse und der freiwilligen Wahl für den Beruf. Wenn es also um Erfindungen geht, sind ja gerade diese genannten Berufsfelder nun mal ausschlaggebend oder etwa nicht. Und das bringt mich direkt zur hormonellen Veranlagung. So steht Testosteron nun mal für Wettbewerbsdrang und auch für höhere Risikobereitschaft. Auch das anerkannte Bedingungen für Entdeckermentalität und Erfindergeist. Ja, und dass der intellektuelle Durchschnitt bei Frauen mehr nivelliert als bei Männern, bei welchen es nun mal mehr Extremausschläge in Richtung Genie, aber auch in Richtung Idiotie gibt, wirkt hier sicherlich unterstützend, das will ich nicht in Abrede stellen. Aber es gibt extrem viele superintelligente Frauen, die allesamt locker mit Männern mithalten könnten, die wollen diesen harten und wettbewerbsintensiven Weg aber nicht gehen. Die Frage ist, warum entscheiden sie sich dagegen? Warum interessiert sie Wissenschaft tendenziell einfach nicht so sehr? Und warum sind sie nicht so risikofreudig wie Männer? Ja, doch sicherlich, weil da vor ihrer Geburt schon etwas mit ihren Genen und Hormonen passiert sein muss. Geschlechterunterschiede in puncto finanzieller Risikobereitschaft und Berufswahl von Testosteron beeinflusst. Oh oh, jetzt wird's ungemütlich. Frauen sind im Allgemeinen weniger risikofreudig als Männer. Wir untersuchten in einer Stichprobe von über 500 MBA-Studenten, ob die Unterschiede in der finanziellen Risikoaversion zwischen und innerhalb des Geschlechts durch Unterschiede in den Testosteronkonzentrationen im Speichel und den Markern für die pränatale Testosteronexposition erklärt werden. Höhere Testosteronspiegel waren bei Frauen mit einer geringeren Risikoablehnung verbunden, nicht jedoch bei Männern. Heißt also, Frauen mit mehr Testo gehen höheres Risiko ein. Nicht jedoch bei Männern ist klar, die haben ja schon für sie normale Testowerte. Ja, das kann man sich alles gerne mal durchlesen und studieren, wenn man will. Und man wird dabei, wenn man objektiv ist, zum selben Schluss kommen, nämlich dass es eine Art hormonellen Determinismus geben muss, der soziobiologischen Einfluss hat, inklusive Einfluss auf die Forschung und Wissenschaft. Das ist natürlich auch nicht die einzige Studie, die man dazu findet. Hier zum Beispiel Hormone beeinflussen die weibliche Berufswahl. Hier hat man herausgefunden, dass Frauen mit einem Überschuss an männlichen Hormonen
signifikant eher stereotypisch männliche Berufe ergreifen. Doch das ist wenig überraschend, wenn man die verschiedenen Voraussetzungen von Mann und Frau anerkennt und wertschätzt. Und zu diesen zählt nun mal neben kognitiven Fähigkeiten vordergründig das hormonelle Make-up. Hier ist es nochmal ganz gut zusammengefasst. Vorgeburtliche Hormone können sowohl kognitive bestimmte Fähigkeiten als auch die Interessen im Verlauf des Lebens beeinflussen, aber soziale Faktoren schwächen die Ausprägung dieser Unterschiede in Fähigkeiten und Interessen ab. Ja, case closed, würde ich sagen. Hormonelle Voraussetzungen sind identitätsstiftend und man sollte nicht mit diesen herumfuschen. Tut man es dennoch, geht natürlich auch die Anziehung auf das andere Geschlecht flöten. Schöne Grüße, ciao, ciao.